Das ist irgendwie gemein, dass die Fallen irgendwann unsichtbar werden wieder. Okay, noch zwei Mule. So, Minz gegen Ghule. Versuchen wir mal Untote vertreiben. Und es sind nicht keine Ghule, es sind düstere Schrecken. Ist aber eigentlich fast dasselbe. So, Flammenhand. Und noch ein düster Schrecken. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So. Mich kümmert ihr an. Ey, das wirkt sogar auf den düster Schrecken. Sehr schön. So, hier ist die Küche. Was? Na gut, hier ist auch so ein kleines Esszimmer. Großes Esszimmer. Du bist ja ein komischer Kauz. Denn ich verschwinde jetzt. So, was ist hier? Hier wäre nur der Weg runter wieder. Also, wir haben ja da unten eine Treppe gesehen, eine zweite. Das wäre wohl die Treppe. Au. Das war eine Betäubungsfalle. Ich bin ganz wie befallen. Ja, wir sehen, immerhin sieht Sterne. Betäubt. Ihr habt so gut ich kann. Magiban. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Und das ist sogar eine Mehrfachfalle. Sehr gut. Also eine, die nicht beim nach dem Auslösen verschwindet. Mal sicherheitshalber ein Quicksave machen. Da geht's raus. Was ich schon erledigt. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Und ja, rausgehen werden wir auf jeden Fall auch mal. Aber erst gucken wir uns hier fertig um. Okay, hier sind schon mal zwei Fallen, die erstmal weg sollten. Und ja, man merkt, Tolaks Turm ist voller Fallen. Und wir sind gerade mal noch nicht mal im richtigen Dungeon drin. Wir sind noch in seiner Wohnung. Oh, schön viele Tränke. Mal sehen, was haben wir hier. Trank der Stärke kann verkauft werden. Schnelligkeitsöl kann zu ihm. Unsichtbarkeitstrank kann verkauft werden. Und Edelstein. Und das können wir alles bei dem Händler draußen absetzen. Ja, Vorsicht, Bild. Vorsicht, Fallen. Aber hier sieht alles okay aus. Sechs Goldmünzen. Ja, ich glaube, Tulaks wahre Reichtümer liegen unter der Erde. Und nicht hier in den bereits geplünderten Obergeschossen. Wobei dafür, dass die angeblich geplündert sind, ist ja, sind hier noch jede Menge Fallen aktiv. Ah, das ist jetzt schlecht. Ich hab genug davon. Denn ich kann euch gleich mal was zeigen. Warum das gerade so schlecht ist, was wir hier machen. Ich meine, nämlich kurz Kalid rausschicke. Wenn niemand besser geeignet sehen wir einen Basilisken. Also schnell wieder rein. Ich bin so gut ich kann. Was wollt ihr? Gut. Also dürfen Kalid und Talisa mal vorgehen. Ihr habt gerufen? Nach den Döner hier, die beiden mit Versteinerungsschutz besprochen hat. Was immer ihr braucht. So. Und so. Was?
Beinahe unter meiner Hand. Raus mit euch. Ihr dürft als erstes mit ihm spielen. Und der Rest läuft bitte in die richtige Richtung. So, danke schön. Ich tue mein Bestes. So, das ist eine Gesinnungserkennungsschriftrolle, keine Verwirrungsschriftrolle. So. Es ist sinnlos, sich zu wehren. Zwei zwei Doppelgänger. Ihr braucht meine Hilfe? Wenn niemand besser geeignet ist. Khalid, kein Problem. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So, hier ist nichts mehr. Okay. Nichts leichter als das. Das heißt, ihr beiden geht weiter hoch. Ihr habt den Versteinerungsschutz. Ja? Oh, Weil hier sind noch hohe Basilisken. Ich bin schon erledigt. So. Da Dünner hier zu doof ist, den Weg zu finden. Helfen wir mal nach. So. Das kommt nicht leichter als das. Aber ich glaube, hier ist noch so ein höherer Basilisk. Ja, also mindestens einer. Was? Nichts leichter als das. Und das sind eigentlich, soweit ich weiß, die letzten Basilisken in diesem Spiel. Nicht so gut. Ihr braucht meine Hilfe? Ja, beinahe unter meiner Würde. Wo bist du? Wir eins auf die Hirner. Da bist du. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wenn er nämlich irgendwie in Stein verwandelt, ist das doof. Ihr habt eine Aufgabe? Genau das. Shahira! Okay, wir sind wieder hier drin. Wer wirkt das böse Laut? Nichts leichter als das. Ecke. Man muss aufpassen. Eure Ziel so gut wie erledigt. Ihr habt schon erledigt. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Was immer ihr braucht. So, Versteinerungsschutz, ihr kommt mal hinterher. Ich bin wie befohlen. Ich tue mein Bestes. Ihr habt schon erledigt. Dina, hier gehen wir aus dem Weg. Ja, gut. Khalid kommt nämlich nicht an dir vorbei. Was wollt nichts leichter als das? Also erstmal ihr beide raus. Ihr zeigt nicht, ich bin voll bewaffnet. Und ja, mir ist bewusst, dass ich Stein zu Fleischschriftrollen habe. Aber ich finde das immer ein bisschen doof. Vor allem, wenn es Yahira erwischt. Wenn niemand besser geeignet ist. Beinahe unter meiner Würde. So, das heißt nochmal hier hoch. Sind die beiden Doppelgänger noch da? Nein, es sind... Es ist sinnlos, dich zu wehren. Warum zur Hölle sind da oben Gnolle? Das hat jetzt aber wehgetan. So, okay. Was wollt ihr? Gut. Ja, mein Freund, die Wegfindung. Aber der Feuerball hat Spaß gemacht. Gut. Der hat gerade echt Freude gemacht, der Feuerball. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ja? So, eine Schriftrolle und ein Edelstein. Die Schriftrolle kann auch zu dir. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Goldmünzen. Ah, komm. Der Knoll hatte nichts dabei, außer seiner...
Picke. Ich tue mein Bestes. Was? Oder seine Hellebarde, besser gesagt. Gut. So. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Ja, Hira, das ist nicht der Punkt, wo du hingehen sollst. Mann. Ja, ich euch nichts leichter als das. So. Wir zeigen, wohin nichts muss, dann bringen wir... Das ist ja ein komischer Kauz. Okay. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Erster Tod. Von dreien. Euer Leben liegt in mein... voll bewaffnet und kampfbereit. Jawohl, Talisa, Rettungswurf gegen Tod. Sie ist ja immun gegen Versteinerung zum Glück. War gut. Und da ist der letzte. Dann bringen wir die Sache mal in. Auf ich mal. Ja. Und den kriegen die beiden eigentlich auch alleine tot. Ihr braucht, wenn niemand besser geeignet ist. Das heißt, ich gefährlich am Basilisken ist ihr Versteinerungsblick. Aber das war's auch schon. So, damit haben wir das Außenareal eigentlich abgedeckt. Außer die Tür hier, wobei ich nicht weiß, wie wir zu der hinkommen. Vielleicht ein Stockwerk höher. So, jetzt fehlt nur noch, was wir hier entdeckt haben. Hier scheint was drin zu liegen. In diesem Kamin. Oder Abluftrohr. Na, es sieht so aus, als hätte der Turm noch zwei Ebenen oder so. Und wie man es erwarten konnte, hat Durlax das Ganze auch noch abgesichert. So, ein Krummsäbel. Ein paar Säurepfeile. Krummsäbel. Krummsäbel plus 2. Krummsäbel plus 2. Rashadas Krallen. Diese Klinge ist weit gereist, seit sie an der Küste des leuchtenden Meeres geschmiedet wurde. Ihre Reisen sind aufgrund der nüchternen Natur des Gegenscheins jedoch nur bruchstückhaft überliefert. Waffen dieser Art werden von den reichen Elite des tiefen Südens als gewöhnlich betrachtet und beschäftigen die Historiker der Gegend nur am Rande. Diese Haltung ist den Bewohnern der Schwertküste unbegreiflich. Hier müssen Leute häufig ihr Leben für Gegenstände mit dieser oder gar oder sogar geringerer Verzauberung lassen. Diese besondere Klinge mag einem wohlhabenden Visar gehört haben oder vielleicht einem seiner Bediensteten. ETW 0 plus 2, 1W8 plus 2, Schadenstyp Stoßen. Jo, das ist das einzige Schwert, was Yahira benutzen könnte. Damit hätte sie ein ETW von 11. Das Ding macht 1W6 plus 3, also 9. Und du machst 10 Schaden. Nö. So kann sie wenigstens in der zweiten Reihe noch kämpfen. Und ja, was ich ganz vergessen habe, die Erfahrungspunkte wird Talisa nicht mehr erreichen. Sie wird noch, könnte noch 129.000 erreichen. Aber auch nicht mehr. Und rentiert sich eigentlich auch fast nicht. Gut. Das wäre erledigt. Dann können wir wieder reingehen, vor allem weil es gerade regnet. Ist es doch drin vielleicht etwas gemütlicher. Und der Höhe nach zu urteilen haben wir vielleicht, hier sind Fenster und hier sind Fenster, zwei Stockwerke, höchstens hier die Turmmitte ist noch ein Stockwerk. Gut.
Beinahe unter meinem...